Ich schleiche mich nochmal zur Insel. Jetzt weiß ich, was mich da erwartet. Vielleicht finde ich ein Versteck, um die Lage zu sondieren. Oder ich komme sogar unbemerkt an Remy heran. Das dürfte diese seltsame Maschine sein, mit denen die Kultisten Dinge vorhatten. Sieht nicht so aus, als sei sie kürzlich benutzt worden. Keine Ahnung, wie tief es darunter geht. Der Kellermeister hat von Höhlen und Spalten erzählt, die hunderte, manchmal tausende von Metern in die Erde hinabreichen. Am Mondlichtstrahl kann man erkennen, wie düster es hier unten trotz der Sterne noch ist. Sieht aus wie ein Spiegel. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht benötigten die Kultisten für bestimmte Rituale Sonnen- oder Mondlicht und haben es mit den Spiegeln hier hinuntergeholt. Der Spiegel hier ist kaputt. Keine Spur von den Scherben. Oh, Remy. Wäre ich mit dir gegangen, wäre das bestimmt nicht passiert. Oder wenn, hätte ich Hilfe holen können. Wenn ich dieses Symbol auf den Boden unter den Geist male, wird er gebannt. Nur, wie soll ich das hinkriegen? Der Handspiegel ist natürlich viel kleiner als der Spiegel, der vorher drin war. Aber für einen kleinen Lichtstrahl sollte es reichen. Ihm scheint das Licht nichts auszumachen. Er hat sich nicht vom Fleck bewegt. Wenn ich das Medaillon auf den Spiegel lege, dann könnte der Schatten... Es funktioniert. Der Geist kann den Bannkreis nicht verlassen. Schnell zu Remy. Remy! Gute Idee, mit dem Bannkreis, Wilbur. Aber er wird ihn nicht lange aufhalten. Richtig, wir müssen schnell hier weg. Nein! Nein? Es ist zu spät, Wilbur. Die Falle ist vermutlich das Einzige, was mich noch zusammenhält. Nichts ist zu spät. Ein guter Heiltrank oder ein mächtiger Heilzauber und schon bist du wieder auf den Beinen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Lass sie uns nicht mit unerfüllbaren Wünschen vergeuden. Ich habe herausgefunden, was es mit dem Zauberstab auf sich hat. Wäre ich doch nur früher in dieses Loch hinabgestiegen. Wäre ich doch nur schneller auf die Insel gekommen. Du bist hier. Das zählt. Mein Tod wird nicht vergebens sein. Und ich habe in meinen letzten Minuten einen Freund an meiner Seite. Dafür danke ich dir. Was ist mit diesem verdammten Zauberstab? Es gab zwei Brüder, mächtige Hexenmeister. Sie haben mit Hilfe von dunklem Wissen viel Reichtum und Macht angehäuft. Sie haben geforscht und diesen Tempel entdeckt, wurde wahnsinnig und verließ die Stadt. Der andere wurde getötet von meinem Großvater. Remy! Kurz vor seinem Tod transferierte er all seine Macht in einen Zauberstab, auf das sie entfesselt werde, wenn ein Nachkomme seines Blutes den Stab in Händen hielte.
Und der Hexenmeister bewacht immer noch seine Maschine. Als Geist. Nein. Mein Großvater muss zufällig auf den Hexenmeister gestoßen sein. Er erkannte dessen Plan und besiegte ihn. Er gab dafür sein Leben und verließ den Tempel nie wieder. Du meinst... Er bewachte den Zauberstab. Er wollte nicht, dass er jemals seinen Weg in die Hände eines Nachfahrens des Hexenmeisters findet. Doch dieser Ort ist böse, Wilbur. Er verändert Leute. Die Wand zwischen unserer Welt und der Kerkerdimension ist hier besonders dünn. Der Einfluss des Namenlosen stark. Ich glaube, er hat vergessen, wer er war. Er existiert nur noch, um den Stab zu beschützen. Du hast den Stab gefunden und mir gegeben. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie... Die Hexenmeister waren im normalen Leben Kaufleute. Sie hießen Van Buren. Sibyl heiratete Montgomery Van Buren, den jüngsten Sohn des Hexers. In ihrer Tochter fließt das Blut der Van Burens. Der Stab hat sich im Unterricht zum ersten Mal seltsam verhalten. Er muss schon teils Nähe gespürt haben. Und als sie ihn in die Finger bekamen, erhielt sie damit all die geheime Macht ihres Großvaters, aber nicht sein Wissen. Wie kann man diesen verfluchten Stab vernichten? Das steht im Zauberbuch des zweiten Bruders. Er hat seine letzten Jahre geistig umnachtet im Düsterwald verbracht. Und der eine Bruder hat sich Möglichkeiten einfallen lassen, wie er die Macht des anderen brechen könnte, wenn es mal nötig werden würde? Ja. Du musst das Buch finden und den Zauberstab vernichten, Wilbur. Geh jetzt, mein Freund. Nein. Der Widerstand braucht einen Anführer. Und ich kenne keinen größeren Kämpfer für das Gute als dich. Gib den hier Timmy. Pass bitte auf ihn auf. Was ist passiert? Wo ist Onkel Remy? Es tut mir so leid. Nein, aber... Du hast doch gesagt, du bringst ihn zurück. Ich hab's versucht. Alles bereit zum Aufbruch. Sie warten unten am Tor. In Ordnung. Und Timmy? Esther und Nate kümmern sich um ihn. Dann bist du dir also sicher? Ja. Im Düsterwald liegt der Schlüssel für die Zerstörung des Zauberstabs. Das hat Remy gesagt. Und sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Nein, das soll er nicht. Ich weiß nur nicht, ob wir uns aufteilen sollten. Ich finde, wir waren ein verdammt gutes Team. Ein gutes Team?
das leider ein Mitglied verloren hat. Es war nicht deine Schuld. Und das weißt du auch. Ich musste ja erst in Selbstmitleid baden. Wenn ich gleich mit hinuntergestiegen wäre, wäre alles anders gekommen. Und wenn er dir nicht den Zauberstab gegeben hätte, auch. Oder wenn Van Burens Tochter im Lehrerzimmer nicht den Zauberstab in die Finger bekommen hätte. Oder. Alles, was wir tun können, ist, Remy in guter Erinnerung zu behalten und ihn zu ehren, indem wir tun, was er getan hätte. Hätte er hier gestanden und sich selber Vorwürfe gemacht? Was ist der Plan, Anführer? Kümmere du dich um den Erzmagier, während ich nach dem Buch suche. Van Buren kann uns nicht beiden hinterherjagen. Da hast du recht. Sie wird außer sich sein, wenn sie bemerkt, dass der Erzmagier weg ist. Hast du eine Idee, wie man ihn zurückverwandeln kann? Nicht die geringste. Aber ich weiß, wo ich es erfahre. Wie das? Ein Orakel hat es mir gesagt. Ich werde einem Freund helfen müssen und werde nicht wissen, was ich tun soll. Dann soll ich eine fliegende Pirateninsel suchen und auf ihr ein Gebäude ohne Ecken. Dann ist das dein Weg. Komm, Gulliver, lass uns nach Timmy sehen. Viel Glück und passt auf euch auf. Und wir sollten so viel Abstand wie möglich zwischen uns und Seefels bringen, bevor die alte Hexe was bemerkt. Also, Butterblume, wir suchen eine fliegende Pirateninsel. Dort wird es Antworten geben. Auf viele Fragen. Cheep, da bist du ja endlich. Wir suchen eine fliegende Insel. Versuch dieses Mal mitzuhalten. Schon faszinierend, wie man andere für sich arbeiten lassen kann, wenn man nur die richtigen Knöpfe drückt. Deine Dienste werden nicht mehr benötigt. Du willst den Namenlosen zurück in diese Welt holen. Blödsinn. Nur ein Idiot oder Wahnsinniger würde so etwas versuchen. Und ich bin keines von beiden.